Herzlich willkommen zum Rechtstipp der Woche von Trusted Shops. Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Widerrufsrecht. Und zwar schauen wir uns genauer gesagt mal an, wer eigentlich die Versandkosten im Falle des Widerrufs des Kunden trägt. Grundsätzlich gibt es da ja zwei Versandwege. Einmal den Hinversand von Ihnen zum Kunden und den Rückversand wieder zurück, wenn der Kunde die Ware retourniert. Beim Hinversand ist es so, diese Kosten, die der Kunde einmalig bezahlt hat, müssen Sie ihm auch wieder zurückerstatten, wenn er wieder ruft. Da können Sie jetzt auch keine Regelung in den AGB zu treffen, das ist gesetzlich so festgelegt. Aber eine Ausnahme gibt es, wenn der Kunde jetzt eine teurere Versandoption als den Standardversand wählt, also zum Beispiel eine Expressoption, dann müssen Sie ihm nur die Kosten der günstigsten Versandmethode wieder zurückerstatten. Für den Rückversand, das heißt für den Weg der Ware zurück zu Ihnen, gibt es auch eine klare gesetzliche Regelung. Da zahlt der Kunde die Versandkosten. Ganz wichtig ist dabei zu beachten, dass Sie aber auch in der Widerrufsbelehrung deutlich darauf hinweisen müssen, dass der Kunde diese Kosten zu tragen hat. Anderenfalls bleiben die bei Ihnen hängen. Sie haben als Händler natürlich die Möglichkeit, als besonderen Service die Rücksendekosten auch zu tragen. Das steht Ihnen in diesem Falle ganz frei. Ein letzter Tipp am Rande noch, wenn Sie die 40-Euro-Klausel noch irgendwo im Hinterkopf haben, die gibt es seit fast 2 Jahren schon nicht mehr. Das heißt, schauen Sie auf jeden Fall mal in Ihre Widerrufsbelehrung rein. Wenn die 40-Euro-Klausel da noch drin steht, ist das ein ziemlich sicherer Hinweis darauf, dass auch Ihre Widerrufsbelehrung veraltet und damit abmahngefährdet ist. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kommentieren Sie gerne dieses Video. Ansonsten kann ich Ihnen empfehlen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. So verpassen Sie auf keinen Fall mehr einen Rechtstipp der Woche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.